jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich kann natürlich nie in Sie hineinschauen. Ich bin immer ein wenig auf Vermutungen angewiesen, auf die Spur zu kommen, was uns bewegt, was uns möglicherweise für Fragen bewegen, wenn wir, aber das ist die Voraussetzung dafür, bei uns allen gemeinsam, wenn wir auf dieses Evangelium sorgfältig hören. Was kommt da bei uns an? Was für ein Signal wird gesendet, wenn Jesus heute zu den Jüngern spricht? Er sendet sie nur zum Haus Israel. Also es ist nicht von Heiden die Rede. Keine Mission zu den Heiden, noch nicht einmal die Samariter. Haben also dann doch diejenigen recht, die in der Auslegung der Heiligen Schrift seit etwa 100 Jahren sagen: Naja, mit dieser ganzen Mission ist das eh so eine Sache. Da haben wir in der Kirchengeschichte ja auch schlechte Erfahrungen gemacht. Die Methoden waren äußerst zweifelhaft, vor allen Dingen dann, wenn Missionare sich nicht auf die Kraft Gottes verlassen haben, sondern die staatliche Macht zu Hilfe gerufen haben. Wir kennen diese Stichworte, Mission mit dem Schwert oder mit anderen suggestiveren Mitteln. Müssen wir uns davon nicht ganz verabschieden? Und wie ist das überhaupt hier, wenn diese 12 nur zum Haus Israel gesandt werden, hier im 9. Kapitel Matthäus? Haben nicht auch diejenigen recht, die sagen, Jesus hat gar keine Kirche gewollt? Jesus wollte eine Erneuerung Israels und ist damit gescheitert, weil Israel zumindest in der Breite ihm nicht geglaubt hat. Ist es das? Hat so ein erster großer Vorreiter der modernen Exegese in der katholischen Kirche wie Alfred Loisy recht, der sagt, Jesus hat das Reich Gottes verkündigt und gekommen ist die Kirche. Und er sagt das sehr spitz. Wir müssen, liebe Schwestern und Brüder, Unterscheidungen treffen. Und wenn wir nicht immer, nicht nur bei schwierigen oder uns schwierig vorkommenden Evangelien, nicht genau hinhören und das ganze Evangelium sehen, kommen wir immer zu solchen Trugschlüssen. Denn das, was ich genannt habe, ich werde nachher noch einen anderen nennen, sind Trugschlüsse. Dieses Wort, das uns so bekannt vorkommt, das inzwischen auch aus der Öffentlichkeit der Kirche entschwindet, dass es wenig Arbeiter gibt für die Ernte, das haben wir ja sozusagen gekillt, dieses Wort. Das haben Generationen vor uns immer gebetet für geistliche Berufe. So haben sie dieses Wort gehört. Das verschwindet. Und angesichts der wenigen, die wir immer da im Blick haben, die noch kommen, haben wir eigentlich Arbeiter genug. Aber davon spricht Jesus gar nicht. Er spricht von der Ernte, die bevorsteht, von dem, was zu tun ist. Was ist denn mit denen, die nicht kommen? Wer geht dorthin? Wer verkündet das Wort? Und damit sind wir bei dem, was Jesus will. Dieses Wort, das Jesus hier spricht, ertönt in der Bibel nicht zum ersten Mal.
Und damit ist, finde ich, auch für unsere Zeit heute ein Trost verbunden. Dieses Wort finden wir im Buch Numeri schon. Bei dem anderen Mann, der den gleichen Namen wie Jesus trägt, Josua, ist der gleiche Name, nur der eine ist hebräisierend und der andere lateinisch, ist das gleiche Wort. Hängt nur davon ab, in welcher Sprache man das wiedergibt. Jehoshua. Das gilt für Jesus wie für Josua, wie wir ihn kennen. Jesus spielt bewusst auf diese Situation an, dass es immer wieder vorkommt, dass Gottes eigenes Volk verwahrlost herumläuft, keine Orientierung hat. Im Buch Numeri, Jesus blickt auf eine Menschenmenge, die so auf ihn wirkt. Und wenn wir heute um uns schauen, geben wir ein anderes Bild. Deshalb ist der erste Schritt der Mission zunächst nach innen. Und damit steht ein anderes wichtiges Problem auf, dass wir manchmal in dem Schlagwort, das ohnehin schon etwas lastig ist und das geschichtlich gerade in unserem Land belastet ist, Judenmission nennen. Also die große Frage, mit der sich etwa neulich eine große protestantische Synode noch einmal beschäftigt hat und sehr kontrovers diskutiert hat, dürfen Christen Juden missionieren? Und wenn wir genau beobachten, sehen wir, wenn wir jetzt einmal zwei Pole nehmen, dass die protestantische Synode sagt, nein, auf keinen Fall. Die Pius-Brüder sagen, sehr dezidiert, natürlich, voran, los, alles, was wir kriegen können, wird missioniert. Beides entspricht nicht dem Evangelium. Beides nicht. Denn wir sehen hier, in unserem Evangelium ist es grundgelegt, wie Jesus eine sorgsame Unterscheidung macht. Ja, es gibt eine Missionierung Israels, aber sie unterscheidet sich grundsätzlich von der Mission nach außen, an die Heiden. Wenn man das also mit diesem Schlagwort sagen will, es gibt eine Judenmission, die ist aber nicht gleichzusetzen mit dem, was wir unter Heidenmission verstehen. Und wir alle, die wir hier sitzen, fallen eigentlich unter Heidenmission. Mit der Missionierung, mit der Verkündigung des Evangeliums an das Haus Israel, und Jesus wählt bewusst 12 Apostel, 12 seiner Jünger aus, weil er sagt, ich bilde hier ein neues 12-Stämme-Volk, wie damals bei Josua, wie damals beim Auszug aus Ägypten, wir hörten die erste Lesung aus dem Buch Exodus, als mein besonderes Eigentum. Und das ist der Beginn, das war auch im sogenannten Alten Testament schon der Beginn, wie Gott in dieser Welt wirken will, indem er exemplarisch ein Volk auswählt und ihm die 10 Gebote gibt und ihnen ermöglicht, nach diesem Wort zu leben. Wie Leben gelingen kann. Wie sieht es bitteschön aus in dieser Welt, wenn man mit Gott wirklich lebt und mit ihm rechnet? Das ist die Aufgabe Israels. Und der Messias, Christus, der zu diesem verwahrlosten Schafen des Hauses Israel gesendet wird, ruft sich neue 12 Stammväter, um ein neues Volk zu bilden. Zunächst in Israel. Und dieses Volk soll durch Wundertaten, durch Heilungen, durch Exorzismen die Beweiskraft durch Gott erlangen, dass er wirklich der Christus ist. Paulus sagt einmal im ersten Korintherbrief dieses Wort, die Juden wollen Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir haben hier eine Kurzfassung der Unterscheidung der Missionsmethoden. Ja, das Haus Israel soll Wunderzeichen haben und fragt danach. Als Beweiskraft für das, was Jesus tut und mit welchem Anspruch er auftritt. Die Heidenvölker, und damit müssen wir oft klarkommen und damit leben, dass sich bei uns sehr wenig Zeichen tun. Denn wir sind zunächst angewiesen auf die Unterweisung, auf die Lehre, auf die Weisheit. Denn wir müssen den ganzen Weg Israels erst einmal gehen, zu verstehen, dass es nur einen Gott gibt, dass er Sinn und Sein dieser Welt ist, Ziel dieser Welt ist, Ursprung dieser Welt ist, wie immer wir das nennen. Wir sind auf diese Unterweisung angewiesen. Und wenn wir das nehmen,
verstehen wir erst den Sinn der Kirche. Mir ist schleierhaft manchmal, wie es Theologen geben kann, die behaupten, Jesus wollte keine Kirche. Das hat sich alles dann irgendwie geschichtlich zu einem großen Schlamassel entwickelt und in dem sitzen wir jetzt heute mittendrin. Mit Verlaub gesagt, ich möchte mein Leben nicht einem Schlamassel weihen. Und Sie haben sonntags oder sonst auch Besseres zu tun, als sich mit einem Schlamassel zu beschäftigen. Haben wir ohnehin genug am Bein. Das ist überhaupt keine Orientierung oder keine Entscheidungsgrundlage. Und ich frage mich, wie Theologen, die Geld damit verdienen, dass sie Theologie treiben, zu solchen Schlüssen kommen. Eigentlich müssten sie konsequent sein und sagen, okay, ich werde Elektriker oder mache sonst was Sinnvolles in meinem Leben. Ich pflege Kranke oder besuche Alte, aber mit der Theologie höre ich auf, weil sie sich erledigt hat. Oder? Es wäre konsequent. Aber so viel Konsequenz ist vielleicht zu viel verlangt. Aber wir, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen konsequent umgehen mit dem Evangelium, mit dem Wort Jesu, dass er heute zu uns spricht. Wir müssen akzeptieren lernen, dass Christus nicht unser Eigentum ist, sondern dass er zunächst zu Israel gehört. Wie Paulus es im Römerbrief, den wir jetzt in den nächsten Wochen abschnittweise hören, in der zweiten Lesung, es uns erklären wird. Sie haben die Verheißungen, sie haben die Bundesschlüsse und aus ihnen geht der Christus hervor. Und deshalb haben sie eigene Bedingungen, wie, ob und wann ihnen das Evangelium verkündet wird. Aber wenn wir an uns denken, an unsere auch innerhalb der Kirche um sich greifende Verwahrlosung, Orientierungslosigkeit, dann ist es vor allen Dingen das Wort Jesu, die Lehre, die Orientierung gibt und uns hilft, die nächsten Schritte zu gehen. Dazu müssen wir dieses Wort hören, es muss uns verkündet werden, es muss uns ausgelegt werden, und zwar nicht irgendwie mit irgendwelchen Thesen und Theorien, sondern im Sinn der Kirche. So wie die Kirche seit 2000 Jahren dieses Wort versteht und es jeweils hineinbuchstabiert in ihre jeweilige Situation, die immer unterschieden ist. Ob wir, ob Christus bei uns ein offenes Ohr dafür findet, für diese notwendigen Unterscheidungen, das liegt an uns. Dieses Ohr bereit zu halten und es zu öffnen, das nennen wir in der Regel geistliches Leben.